So, zwei habt ihr schon gesehen. Haben wir noch einen Teilnehmer vor der Pause. Er kommt den weiten Weg aus Freiburg, war gestern schon in Waiblingen bei der Open Stage. Er hat vor knapp einem Jahr bei einem Wettbewerb mitgemacht, der nannte sich Bülent sucht den neuen Bülent. Hat er nicht gewonnen, leider, ganz knapp. Wahrscheinlich, weil er weder so heißt noch so aussieht wie Bülent. Ja, wir haben ihn vorher gefragt, hat es deiner Karriere einen Schub gegeben? Er meinte ja, deswegen ist er auch heute auf dieser Bühne. Ich freue mich ganz arg, dass er da ist. Ein ganz sympathischer Kerl aus Freiburg. Julian Limburger, Applaus! Ja, wunderschönen Abend. Als Freiburger in Stuttgart hat man es nicht ganz leicht. Danke auch für das kleine Mobbing. Ich heiße nicht Limburger wie der Käse, sondern Limberger. Aber kein Problem. Deswegen würde ich sagen, lernen wir uns alle erstmal richtig kennen. Und ich sehe hier gerade wunderschöne Jungs. Da hinten wunderschöne Mädels. Dürfte ich dich vielleicht mal bitten, ganz kurz zu kommen? Doch, doch, doch. Ich bitte dich jetzt mal mit einem großen Applaus. Komm mal ein bisschen nach vorne. Wenn du dich einfach jetzt, weil ich bin ein bisschen nervös, wenn hier nur Jungs sitzen, wenn du dich vielleicht zu den Jungs dazustellen könntest, dann gucke ich da auch ab und zu ein bisschen hin. Das wäre sehr nett. Mach dir vielleicht keinen Platz, genau. Danke. Ja, ich bin... Toll, dass die Dame stehen muss. Das sind Gentlemen. Das sind Stuttgarter. Erzähl ich in Freiburg. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade mal 24 Jahre jung und will tatsächlich Grundschullehrer werden. Gibt es irgendjemand unter euch, der Lehrer als Eltern hat? Sonst wäre er... Was? Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht hier, genau. Also auf jeden Fall will ich Grundschullehrer werden aus einem einzigen Grund. Auf dem Elternabend, Jungs, sind die Mütter noch so richtig jung und knackig. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man jetzt angehender Grundschullehrer ist, darf man ins Praktikum gehen und da durfte ich endlich mal die Seiten wechseln. Ja? Früher musste ich immer hin zum Elterngespräch und jetzt darf ich endlich mal den Vater dann von so einem ungezogenen, was weiß ich, Stefan oder so, herholen. Und dann zeige ich zu dir natürlich, also, es tut mir leid, Herr Müller, Ihr Sohn Stefan ist wirklich mit Abstand der Allerschwächste in der Klasse. Ich würde sogar so weit gehen, er ist der Schwächste in der Schule. Was bekommt man zur Antwort? Was, Mann? Letzte Woche hast du angerufen, hast gesagt, er verprügelt alle. Danke, Mama. Wenigstens eine, die lacht. Ja, es ist so, apropos Lachen. Ich habe eine lustige Geschichte tatsächlich dabei. Und zwar, wenn wir in Urlaub fahren, ist es immer ein bisschen grenzwertig. Weil da fährt tatsächlich die ganze Familie mit, also Vater vorne, Mutter nebendran, Kind 1, Kind 2 und ich. Und das ist dann meistens so, morgens um 5 Uhr fahren wir los Richtung Italien, kein Problem, Mutter schläft morgens, Kind 1, Kind 2, Kind 3, Vater fährt. Und nach 5 Minuten geht es hinten los, mein Bruder. Wann sind wir endlich da? Schwester? Wann sind wir endlich da? Ich? Ja, wann sind wir endlich da? Oh, jetzt da hinten! Jetzt ist aber Ruhe, sonst mache ich den Deutschlandfunk an, dann schlaft ihr sofort wieder ein. 5 Minuten weitergefahren. Ich muss aufs Klo. Ich muss noch dringender aufs Klo. Ich war schon. Also Kinder, jetzt ist... Wir machen 5 Minuten Pause, jetzt gehen alle aufs Klo und dann ist Schluss. Aber ich bleib hier, ich muss nicht. Ich passe aufs Auto auf. Schatz, du gehst jetzt auch aufs Klo. Ich sag's dir, geh jetzt aufs Klo und fang mal ich gleich wieder an. Nein, ich passe aufs Auto auf. Also alle Kinder raus, Vater auch, alle gehen auf Toilette. Mutter bleibt natürlich sitzen. Wir fahren los, sind mittlerweile auf der Autobahn. Und dann, ja, geht's natürlich weiter. Also toll, dass wir jetzt alle auf Toilette waren, jetzt können wir durchfahren. Ja, toll, dass wir jetzt auf Toilette waren, jetzt können wir alle durchfahren. Jetzt red doch mit alles nach. Ja, toll, dass wir auf Toilette waren, jetzt können wir alle durchfahren. Die Mutter. Ja, musst du jetzt auf Toilette? Nein. Ja, ich mach keine Vorsicht, falls bis Italien durch. Ich weiß. Musst du wirklich nicht auf Toilette? Nein, aber jetzt, wo du eine Scheibe Mischerwasser angemacht hast, pressiert sie ein bisschen.